Hallo und willkommen zur nächsten Szenevorstellung. Heute geht es um die Fanszene vom TSV 1860 München. Früher war München Blau in der Allianz Arena zu Hause. Am 30. Mai 2005 eröffnete der TSV 1860 mit einem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg die im Münchner Norden neu errichtete Allianz Arena, die die beiden großen Münchner Vereine gemeinsam geplant und gebaut hatten. Eine Besonderheit der Arena ist die aus Edfe-Folienkissen bestehende Fassade, die blau, weiß oder rot beleuchtet werden kann. Ein Jahr vor der Fertigstellung waren der damalige Präsident Karl-Heinz Wildmoser und sein gleichnamiger Sohn, der zu diesem Zeitpunkt Geschäftsführer der K gewesen war, wegen Verdachts auf Untreue und Bestechlichkeit bei der Ausschreibung des Projekts verhaftet worden. Bis April 2006 gehörte die Allianz Arena GmbH jeweils zur Hälfte den beiden Münchner Vereinen, dann aber musste der TSV 1860 seine Anteile an der Arena, in der einige Wochen später das Eröffnungsspiel der WM 2006 stattfand, an den FC Bayern verkaufen, um eine drohende Insolvenz abzuwenden. Gleichzeitig unterschrieb der damalige Geschäftsführer Stefan Zifzer einen bis 2025 gültigen Mietvertrag mit der Allianz Arena GmbH. Vertreter und Anhänger des TSV 1860 äußerten in der folgenden Zeit immer wieder Bedenken über den Verbleib des TSV 1860 in der Arena, die zu überdimensioniert für die Ansprüche der Münchner Löwen sei. Die hohen Mietkosten wurden trotz der für Zweitliga-Verhältnisse hohen Zuschauerzahlen immer wieder für die angespannte Finanzlage der 1860 München K verantwortlich gemacht. Im März 2009 wurde schließlich vom Verein eine Projektgruppe Stadion Zukunft eingesetzt, die sich in den folgenden Monaten mit Lösungsansätzen auseinandersetzte, die dem TSV 1860 mittel- und langfristig eine Verbesserung der Stadionsituation bringen sollen. Mittlerweile stehen die 1860-Fans im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße. Die Ultragruppen bilden die Blue Blood Fanatics, Panzerknacker, Münchner Freiheit 1860, Blue Vikings, Leonum 1860, 60 im Allgäu, Comitiva 90 und Blue Side 1860. Eine langjährige Fanfreundschaft bestand mit den Fans vom FCK, diese wird jedoch nicht mehr auf Ultraebene gepflegt. Eine Freundschaft unterhalten die jeweiligen Fanszenen des TSV 1860 München und des 1. FC Nürnberg. Außerdem bestehen Sympathien zu Borussia Dortmund, in erster Linie wegen der gemeinsamen Rivalität mit dem FC Bayern München. Die Rivalität zum FC Bayern München, das sogenannte Münchner Stadtderby, zählt traditionell zu den bedeutendsten Derbys des deutschen Fußballs. Das Derby wurde bisher 204 Mal ausgetragen, die Bayern konnten davon 104 Spiele für sich entscheiden, 49 Spiele gewann der TSV 1860 und 51 Mal trennten sich die Münchner Mannschaften mit einem Unentschieden. Da die beiden Teams seit der Saison 2004/05 aber nicht mehr in einer gemeinsamen Liga spielten, verflachte die sportliche Brisanz seither. Die gegenseitige Ablehnung wird jedoch durch Choreografien, Sticker und über Social Media weiter befeuert. Bei den Derbys der beiden Amateurmannschaften, vor allem Anfang der 2010er Jahre, erreichten die Zuschauerzahlen stets fünfstellige Nummern. Bereits seit den 1930er Jahren besteht eine Rivalität zum FC Augsburg. Aufgrund historischer, kultureller und politischer Spannungen zwischen Schwaben und Bajuwaren wurde diese entsprechend verschärft. Das letzte Ligaspiel zwischen 1860 und dem FCA fand in der Augsburger Aufstiegssaison 2010/11 statt, seitdem kam es zu keinem Duell der beiden ersten Mannschaften mehr. In den letzten Jahren entstand zudem ein neues Stadtduell mit Türkgücü München, das von der Brisanz und Wertstellung her jedoch nicht mit dem eigentlichen Münchner Stadtderby verglichen werden kann. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst ein Like und Abo da, um keine Szenevorstellungen mehr zu verpassen.